Mieser Regen. Wir sollten los. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Es wird einfach immer schlimmer. Ich weiß, du machst dir Sorgen, aber lass Magister Baudin ein bisschen Zeit. Zeit? Wofür? Damit es Hugo noch schlechter geht? Für seine Tests. Er versteht etwas von seiner Arbeit. Er ist der Beste in seinem Gebiet. Ach, hör doch auf! Er behandelt meinen Bruder wie ein Tier. Nein, wir brauchen eine andere Lösung. Wie die Insel, von der Hugo träumt. Ein Traum, Amicia. Was sollen wir damit anfangen? Bitte, gib ihn einfach noch nicht auf. Mach ich nicht. Aber das reicht nicht mehr. Alle verschwunden. Wir müssen hier entlang. Unfassbar, dass sie den Zugang zur Arena gesperrt haben. Was ist da passiert? So, unser Tor müsste da drüben sein. Oh, hier stinkt's. Das heißt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Da ist es. Alles klar. Bist du bereit? Ja, gehen wir. Faules Fleisch. Ja, das hier ist das Metzgerviertel, der kürzeste Weg zum Kräuterkundler. Hört, hört! Ich habe alles Geflügel, das man sich nur wünschen kann. Schweinefleisch, saftige Bratenstücke, köstliches Fleisch. Wenn ihr noch nie köstlich ist hattet, klar. Habt ihr was verpasst? Da ist das Stadttor. Wir sind noch nicht da. Und Hugo könnte es jetzt schon schlechter gehen. Beeil dich. Wird schon alles gut. Vater ist ganz allein daheim. Wir gehen bald, Mama. Was ist hier los? Oh, lasst uns durch. Was ist das? Anscheinend nichts Gutes. Dieses Viertel ist jetzt gesperrt auf Befehl des Grafen Viktor von Arl. Hä? Kein Zutritt zu eurer eigenen Sicherheit. Sperrt uns nicht aus! Nein, Hugo kann nicht warten. Vielleicht kommen wir woanders rein. Sagt schon, was los ist! Meine Kinder sind da drin! Wir wissen, dass was nicht stimmt! Was verschweigt ihr uns? Gab es Tote? Wo sollen wir denn bitte hin? Da! Da ist eine Seitengasse. Was meinst du? Wie kommen wir da rein? Warte. Ich glaube. Ja. Hier lang, Amicia. Sieht sicher aus. Ob hier jemand wohnt? Sind gleich wieder weg. Oh, nicht wirklich, oder? In die Schlachtabfälle? Da sollen wir rein? Nicht nachdenken und nicht atmen. Nein, nein, nein! Oh nein, sag nicht! Ja, hab was in den Mund gekriegt. Nicht atmen, hab ich gesagt. Ich hatte Panik. Oh, Lukas. So viele Lebewesen, die daraus geboren werden. Warum denkst du ausgerechnet jetzt an sowas? Weil ich sonst den Verstand verliere. Ja, aber so verliere ich vielleicht meinen. Es ist nur Materie, die sich verwandelt. Oh Gott. Die Stiefel sind ruiniert. Der Boden ist voller Blut. Wie die Arena. Das ganze Gebiet ist ein Köder.
Der Karren steht im Weg. Wir müssen weiter. Hilf mir mal bitte. Ja. Wir brauchen Licht, und zwar schnell. Ich wusste es. Sie schwärmen aus. Jetzt müssen wir schon wieder durch sie durch. Das schaffen wir. Denk einfach nur an den Nachtschatten. Ja. Ja. Hörst du das? Es sind immer noch Leute. Sie haben das Viertel nicht evakuiert. Genau wie in der Arena. Die Feuer sind nicht hell genug. Wir kommen nicht rüber. Sie müssen sich bewegen. Sie wollen doch den Kadaver, oder? Klar, natürlich. Kommen Sie nicht ran! Der Beutel! Genau wie die auf dem Karren! Schieß mal mit der Schleuder drauf! Was ist das für Pulver? Salpeter! Wird eigentlich zum Pökeln verwendet, aber wir können damit die Flammen ersticken. Gut zu wissen. Himmel, sie sind überall! Paul, lass uns gehen! Warte! Das Licht! Stadtbewohner? Vermutlich. Wie viele sind noch hier? Jetzt das Feuer. Wir brauchen etwas Salpeter. Ja. Das ist noch mehr Salpeter, oder? Ja, jede Menge. Das sollte jedes Feuer löschen. Dann los! Das ist nah genug. Komm, geh da weg. Moment, ich nehme was mit. Das Zeug ist nützlich. Alles klar. Tob dich aus. Alles im Griff. Bleib hinten. Das war's. Und jetzt weiter. Ja, gut gemacht. Ich hoffe, wir finden hier unseren Kräuterkundler. Er wohnt außerhalb, oder? Da könnte weniger Chaos sein. Ich hab noch drei erwischt. Haben sich ganz schön gewehrt. Oh nein, ein Soldat. Hey, was treibt ihr hier? Wir sind schon weg. Hier kommt niemand raus. Befehl ist Befehl. Halt, nein. Ihr solltet tot sein. Er wirft gleich. Amicia. Oh Gott, das war so knapp. Du hast gerade einen Soldaten der Provence getötet. Ich weiß. Warum hat er angegriffen?
Sieh nur, sie ermorden die Bewohner. Sie säubern jetzt die Viertel. Hey, komm zurück, du Mistkerl! Scheiße! Das hat sich wohl erledigt. Die Scheißnager töten schneller als wir. Der exekutiert uns sofort. Wir oder sie. Öko kann nicht warten. Er braucht den Nachtschatten. Da hast du wohl recht. Hör zu, du kannst Salpeter verwenden. Nimm das und stell ein bisschen Extinguis her. Das sollte reichen, um die Fackel zu löschen. Extinguis, alles klar. Fertig. Jetzt schieß es auf die Fackel um. Naja, ich weiß. Mist! Mein Gott. Tja, hat geklappt. Ich habe schon Übung darin, aber trotzdem... Verstörend. Ja, war vielleicht nicht das letzte Mal. Trotzdem, danke. Ihr Mistviecher, runter, da ist noch einer. Je mehr Leichen auf der Straße, desto mehr verdammte Ratten. Scheiße, ich mach die Türen sicher nicht auf. Ich weiß, was da drin ist. Lasst uns raus! Die Ratten kommen! Halt's Maul! Nicht mein Problem! Wer rauskommt, wird hingerichtet! Bleibt drinnen! Also, wenn ihr noch lebt. Und markiert die Häuser, die ihr gesäubert habt, mit einem Kreuz! Die Leichen müssen dringend aus der Stadt gebracht werden. Klar, weil die Ratten den Leichen hinterherrennen. Wie kann man nur so dumm sein? Wir müssen raus aus der Stadt. Weg von diesem Vaudan. Wofür, Amicia? Für einen Traum von einer Insel? Einen Traum, den er seit Wochen hat. Wir sollten das ganze Viertel abfackeln. Schluss, aus, fertig. Sucht euch was anderes zu fressen. Woher kommt dieses Geräusch? Hier. Ein Werkzeug. Mit einer Werkbank könnte ich meine Ausrüstung verbessern. Gibt's was Neues vom Grafen? Soldaten! Nein, er hat dem Wolf den Oberbefehl über die Stadt gegeben. Dem Wolf? Das erklärt das Gemetzel. Der Mann ist ein Kriegstreiber. Zwei Fackeln. Dein Krug. Eine Extinguis-Wolke kann mehrere Fackeln löschen. Ein Topf Extinguis. Könnte klappen. Was machst du daran? Die Sammler haben schon alles ausgeräumt. Vielleicht haben sie das übersehen. Nicht unpraktisch. Die haben uns schon genug Zeit gekostet.
Komm. Das Fallgitter ist unten. Das lässt sich bestimmt wieder öffnen. Ich hoffe, Hugo hält durch. Tut mir leid, aber er hat Schlimmeres überlebt. Das muss aufhören. Problem. Was? Oh, das Ding rastet nicht ein, also müssen wir rennen. So, lass auf mein Kommando los. Jetzt, los! Ich komme! Schon! Schneller! Bin direkt hinter dir! Schau! Keine Ratten! Die haben also an der Mauer angehalten? Mauern sind denen egal. Ihnen geht's nur ums Futter. Ich sehe auch keine Soldaten. Hey! Mir ist gerade was eingefallen. In Vaudans Labor war ein Fresko einer Insel. Ich habe sie gesehen, Lukas. Was sagst du jetzt? Vaudan scheint sie zu kennen. Schon gut, schon gut. Ich frage ihn. Danke. Also, Mutter hat gesagt, dass der Kräuterkundler am Waldrand wohnt. Dürfte nicht mehr weit sein. So still hier. Verdächtig. Hier waren vor kurzem noch Leute. Kein Blut. Keine Kampfspuren. Wurde vor kurzem noch benutzt. Hey, eine Werkbank. Damit kannst du deine Ausrüstung verbessern. Guck sie dir gleich mal an. Wir wissen ja nicht, was uns noch erwartet. Stimmt. Ich habe sogar ein Werkzeug. Schon besser. Praktisch. Nicht, Amicia.
Ich war schon besorgt. Mal sehen, was da drin ist. Ein Grab, direkt neben dem Haus. Sie wollten ihre Toten bei sich haben. Kann ich verstehen. Wir haben Vater nie beerdigt. Er ruht in Frieden, Amicia. Zu Hause. Hast recht. Also machen wir weiter. Bist du soweit? Ja, gehen wir. Oh, hier ist eine Leiche. Die Ratten? Nein. Erstochen. Vermutlich Soldaten. Oh. Echt jetzt? Die sind ja überall. Hier auch. Sag ich doch, Mauern bringen gar nichts. Sie riechen die Kadaver. Ja, sie folgen einfach dem Blut. Aber wir wissen nicht, wo die Blutspur aufhört. Vergessen? Wartet. Oh, der Dreckskerl. Ich fürchte, die sind wir noch nicht los. Das muss aufhören. Wo ist der verdammte Nachtschatten? Ich weiß, es ist die Hölle. Aber konzentriert euch auf eure Arbeit. Vielleicht... Nein! Amicia! Wo ist der verdammte Nachtschatten? Warum seid ihr so bösartig? Aber konzentriert euch auf eure Arbeit. Nicht ihr Biester. Die Leichen müssen im Licht bleiben. Sammler, nehmt nur mit, was die Garnison braucht. Essen und Waffen. Als wären wir im Krieg. Den sie schon verloren haben. Das ist für alle, die du ermordet hast. Wir haben keine Zeit für Rache, Amicia. Wir werden angegriffen! Findet die Eindringlinge! Amicia. Er war sowieso im Weg. Ah!
nicht zu nah. Hört ihr? Nicht halt. Denkt ihr immer noch, ihr kriegt mich? Ich bin vorsichtig genug. Unverschämt! Wo ist meine Frau? Der Kräuterkundler. Was macht ihr mit meinen Pflanzen? Die brauche ich für Ärzte und Patienten. Und deswegen brauchen wir dich. Und jetzt Ruhe. Ah, was ist los? Ist es euch zu hell hier? Oh Gott, vielleicht... Nein! So zu spät. Wir müssen hier weg. Der Nachtschatten, Lukas. Es ist aus. Noch nicht. Ich weiß, wie er aussieht. Es ist also nicht alles verloren. Wir müssen nur seine Werkstätte finden. Aber reiß dich zusammen. So kannst du nicht weitermachen. Ich versuch's ja. Aber dank diesen Mistkerlen geht's Hugo nur noch schlechter. Kein Grund zur Sorge. Ja, ihr wollt mich anknabbern, habe ich recht? Ich wusste doch, dass mit den Ratten was nicht stimmt. Elender Viecher. Schrecklicher Tod.